Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der neuen Bundesregierung unter Helmut Schmidt wird es mehr neue Gesichter geben, als zunächst erwartet. Die endgültige Kabinettsliste wird aber in Bonn noch geheim gehalten. Überraschend hat nach Horst Ehmke heute auch der bisherige Bildungsminister Klaus von Donani auf ein Amt in der neuen Regierung verzichtet. Nach eigenen Angaben hat er sich zu diesem Schritt aus gesamtpolitischen Gründen entschieden. Als Nachfolger scheint Helmut Rohde festzustehen, der bisher parlamentarischer Staatssekretär im Arbeitsministerium ist. Sicher ist jetzt offenbar auch die Ernennung von Werner Mayhofer, FDP, zum neuen Innenminister. Friedrich Nowotny berichtet. Was, meine Damen und Herren, ist in diesen Tagen hier in Bonn schon sicher? Die wichtigste Entscheidung der Kabinettsneubildung jedenfalls teilte FDP-Fraktionschef Wolfgang Mischnick dem designierten Bundeskanzler Helmut Schmidt heute gegen 17 Uhr mit. Seine Partei, so sagte er, bestehe darauf, das Innenministerium weiter zu verwalten. Kandidat für dieses Amt der bisherige Sonderminister Professor Werner Mayhofer. Mit dieser Nachricht ging Helmut Schmidt um 17.30 Uhr in die SPD-Fraktion. Auf dem Personalschachbrett der kommenden Regierung Schmidt-Genscher wurden neue Figuren bewegt. Justizminister soll für den ausscheidenden Amtsinhaber Gerhard Jahn Jochen Vogel werden. Nachfolger Jochen Vogels im Wohnungsbauministerium wiederum soll der bisherige parlamentarische Staatssekretär von Bundeskanzler Brandt Karl Rafens werden. Für ihn als parlamentarischer Staatssekretär an der Seite Helmut Schmidts tritt eine Frau. Es ist die Berlin-Abgeordnete der SPD, Marie Schley, die es schon einmal abgelehnt hatte, Bundestagspräsidentin zu werden. Der Platz von Sonderminister Egon Bahr im Bundeskanzleramt wird nicht neu besetzt. Bahr soll aber Berlin-Beauftragter der Bundesregierung bleiben. Mit welchem Rang ist noch ungewiss. Gewisse Schwierigkeiten scheint Helmut Schmidt mit der Besetzung des Verkehrsministeriums zu haben. Für den ausscheidenden Bildungsminister von Donani dagegen tritt, und das scheint sicher heute Abend, Helmut Rohde, bis jetzt parlamentarischer Staatssekretär im Arbeitsministerium, in das andere Amt. Auch die Nachfolge Ehmkes im Forschungs- und Technologieministerium ist gesichert. Hier dürfte Hans Matthöfer unbestrittener Nachfolger-Favorit sein. Und damit zurück zur Tagesschau nach Hamburg. Die Spitzengremien von SPD und FDP hatten heute in getrennten Sitzungen, aber in engem Kontakt, den Weg freigemacht für die letzten Entscheidungen über Zusammensetzung und Programm der neuen Regierung. Bei den Sozialdemokraten tagten zunächst Parteipräsidium und Parteivorstand, anschließend die Gesamtfraktion. Nach dieser Sitzung sprach am Abend Ernst-Dieter Luck mit dem künftigen Bundeskanzler Schmidt. Herr Minister, es steht die Kabinettsliste. So gut wie steht sie. Haben Sie einen Verkehrsminister? Haben wir. Können Sie seinen Namen nennen? Nein, ich werde weder den Namen des künftigen Verkehrsministers nennen, noch überhaupt irgendwelche Namen. Dieses wäre zutiefst illoyal. Wir sind im Augenblick noch im Gespräch mit der FDP. Ich habe gesehen, dass ein Landespolitiker der FDP heute Nachmittag vor dem Fernsehen Aussagen gemacht hat. Ich möchte diese schlechten Sitten, die wir hier in Bonn unter uns nicht kannten, nicht meinerseits noch befördern. Haben Sie einen Justizminister? Das ist der Fall. Heißt der Hans-Jochen Vogel? Lieber Herr Luke, jetzt wollen Sie zum zweiten Mal versuchen, mich auf ein Glatteis zu führen. Und das wird Ihnen auch beim dritten Mal nicht gelingen. Herr Minister, wird die Regierungserklärung deutliche Trennungslinien zeigen gegenüber dem, was finanziell noch machbar ist und was nicht? Das wird der Fall sein. In welchen Punkten? Bei der Hochschulpolitik beispielsweise? Sicherlich muss zum Beispiel auch dem Felde der Finanzierung des Hochschulbaus auch ein Abstrich erfolgen. Hat die Vermögensbildung noch eine Chance, in dieser Legislaturperiode die parlamentarischen Hürden zu nehmen? Ich fürchte, dass die Vorbereitung auf diesem Felde nicht so weit gediehen ist, dass man einen Abschluss dieser Arbeiten in dieser Legislaturperiode erwarten darf. Mir tut dies außerordentlich leid, aber wenn man eine Zwischenbilanz zieht, muss man sie ehrlich ziehen. Und ich habe den Stand der Vorarbeiten geprüft auf diesem Felde und musste zu der Erkenntnis kommen, übrigens nicht allein, dass das im Augenblick nicht so weit gediehen ist, dass wir es vor Ende der Legislatur unter Dach und Fach haben werden. Wird der Mitbestimmungskompromiss noch ins Parlament eingebracht werden, vielleicht noch vor der Sommerpause? Das Gesetz über die gleichwertige und gleichberechtigte Teilnahme der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter in den Aufsichtsorganen liegt ja im Bundestag. Das hat
die Bundesregierung materiell nicht mehr der Hand. Das ist Sache des Gesetzgebers im eigentlichen und engeren Sinne des Wortes. Ich bin sehr zuversichtlich, dass im Laufe der restlichen 7 Monate dieses Jahres, beinahe 8 Monate dieses Jahres, das heißt also bis zum Beginn des Jahres 1975, hier eine tragfähige Einigung in allen Punkten, die in der letzten Zeit in der Debatte gewesen sind, im Bundestag möglich gemacht werden wird. Gibt es einen wesentlich neuen innenpolitischen Akzent, den Sie in der Regierungserklärung setzen werden? Grundsätzlich werden wir sehr deutlich sagen und keinen Zweifel dran lassen, dass diese Bundesregierung, die jetzt gebildet werden soll, auf der Basis der letzten Regierungserklärung der sozialliberalen Koalition unter Führung von Brandt und Scheel, dass wir auf dieser Grundlage, auf dieser Basis stehen. Und deswegen besteht nicht die Absicht, zu sämtlichen Feldern nun im Einzelnen neue Aussagen zu machen. Im Gegenteil, das würde ja nur das Bild verunklaren. Bei den Freien Demokraten legten Parteivorstand und Fraktion die weitere Marschroute fest. Das bisherige Ergebnis der Verhandlungen mit den Sozialdemokraten wurde gebilligt. Einstimmig sprachen sich die FDP-Führungsgremien für die Ernennung von Werner Mayhofer zum Innenminister aus. Mit dem Fraktionschef der Freien Demokraten im Bundestag, Mischnick, sprach Werner Schaber. Wir haben Bundesvorstand und Fraktion der FDP die Ergebnisse der Verhandlungen mit der SPD gebilligt. Beide Gremien sind mit diesen Verhandlungen einverstanden. Sie haben gebilligt, was wir bisher an Ergebnissen erzielt haben. Sie haben die weitere Marschrichtung uns mitgegeben, sodass ich überzeugt bin, dass wir termingerecht mit allen Verhandlungen zu Ende kommen werden. Herr Mischnick, das große Fragezeichen gab es hier heute hinsichtlich der Besetzung des Innenministeriums. Ist es richtig, was bereits gemeldet wurde, dass Ihre Partei dieses Ministerium beansprucht und dafür Professor Mayhofer vorgesehen hat? An der Tendenz, die ich die ganze Zeit vertreten habe, hat sich nichts geändert, nämlich die Ministerien sollen dieselben bleiben und die Mitglieder des Kabinetts der Freien Demokraten sollen dieselben bleiben. So ist es also richtig, dass Professor Mayhofer nominiert wurde? Professor Mayhofer ist im Kabinett und deshalb gehört zu denen, die nach unserer Meinung im Kabinett bleiben sollen. Ist es richtig, dass Ihnen angeboten wurde, das Innenministerium oder das Justizministerium zu übernehmen? Die Frage Innen- und Justizministerium hat schon immer zur Diskussion gestanden. Wir haben unsere Tendenz in Richtung Innenministerium wieder deutlich gemacht und das werden wir mit dem Koalitionspartner jetzt zu besprechen haben. Die Hintergründe des Rücktritts von Willy Brandt waren auch heute Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen. Berichte der Illustrierten Stern und des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, der bisherige Bundeskanzler sei auf Drängen des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Wehner zurückgetreten, sind sowohl von Brandt als auch von Wehner noch einmal zurückgewiesen worden. Kein Wort ist daran wahr, erklärt Brandt in einem Schreiben an alle SPD-Mitglieder. Zugleich fordert er die Partei auf, sich geschlossen hinter Helmut Schmidt und das Bündnis mit den Freien Demokraten zu stellen. Niemand, so schreibt Brandt, dürfe dem gemeinsamen Gegner jetzt Angriffsflächen bieten. Wehner hat inzwischen von Stern und Spiegel eine Gegendarstellung verlangt. Dass er vom Bundesverfassungsschutz Unterlagen erhalten habe, in denen von Mädchengeschichten Brandts die Rede sei, sei ebenso frei erfunden wie die Behauptung, er habe den Kanzler daraufhin zum Rücktritt gedrängt. Wehner will die Gegendarstellung notfalls gerichtlich durchsetzen. Auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Nollau, hat heute die Berichte des Stern bestritten. Er habe Wehner Unterlagen über die Ermittlungen im Fall Guillaume gegeben. Ein Vertreter der Illustrierten sprach anschließend von einem politischen Dementi und erklärte, der Stern bleibe bei seiner Darstellung. Dem bisherigen Bundeskanzler hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland heute für das, wie es heißt, partnerschaftliche Zusammenwirken von Kirche und Staat während seiner Amtszeit gedankt. Zugleich appellierte die EKD an die Öffentlichkeit, die Auseinandersetzung über Gründe und Auswirkungen des Rücktritts auf politische Fragestellungen zu beschränken. Der sowjetische Parteichef Brezhnev hat heute Nachmittag Horst Sindermann, den Vorsitzenden des DDR-Ministerrats, zu einem Gespräch im Kreml empfangen. Westliche Beobachter nehmen an, dass dabei auch die Spionageaffäre Guillaume und der Rücktritt von Bundeskanzler Brandt zur Sprache gekommen sind. Sindermann, der sich zu einem eintägigen Besuch in Moskau aufhielt, war am Vormittag mit Ministerpräsident Kosygin zusammengetroffen. Nach Angaben der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN waren dabei Fragen der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, besonders auf wirtschaftlichem Gebiet, erörtert worden. Zu Gesprächen mit der Labour-Regierung über das Verhältnis Großbritanniens zur Europäischen Gemeinschaft hält sich der Präsident der EG-Kommission Ottoli in London auf. Dabei geht es vor allem um die von Premierminister Wilson angekündigten Verhandlungen über neue Bedingungen für die britische Mitgliedschaft in der EG.
Bundesminister Ertl begrüßte heute die Agrarminister der Europäischen Gemeinschaft zu einem zweitägigen Treffen in seinem Haus in Bad Wiessee am Tegernsee. Im Mittelpunkt der Gespräche, zu denen Ertl als amtierender Präsident der Ministerrunde eingeladen hatte, stehen die Auswirkungen der italienischen Importbehinderungen auf die Landwirtschaft der EG-Partner. Über die Folgen des italienischen Rindfleischeinfuhrstopps für die Verbraucher in der Bundesrepublik sprach Detlef Jung-Johann mit Minister Ertl. Auf dem deutschen Agrarmarkt gibt es bereits erhebliche Preiseinbrüche. Kann man diese Preise, diese niedrigeren Preise an den Verbraucher weitergeben? Das hoffe ich. Das hoffe ich. Es würde nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein für einen funktionsfähigen Markt, wenn Erzeugerpreissenkungen nicht auch beim Verbraucher Auswirkungen hätten. Dabei darf man allerdings auch nicht verkennen, dass es sich bei der fleischverarbeitenden Wirtschaft sich vorwiegend um lohnintensive Betriebe handelt, die natürlich zum Teil auch gestiegene Kosten haben. Aber ich glaube nicht, dass die gestiegenen Kosten es nicht dennoch ermöglichen könnten, zusätzliche Senkungen für den Verbraucher im Augenblick zu ermöglichen. In Dänemark streikten heute 70.000 Arbeitnehmer aus Protest gegen die Regierungsvorlagen zur Abschöpfung von Kaufkraft und zur Erhöhung von Steuern. Allein vor dem Parlamentsgebäude in Kopenhagen demonstrierten rund 40.000 gegen die liberale Minderheitsregierung Hartling. Der Unwillen der Bevölkerung, vornehmlich der Arbeiterschaft, richtet sich hauptsächlich gegen die Beschneidung der sozialen Leistungen. Das heißt, gegen eine Beschneidung der Krankenkassenbeiträge, gegen eine Verringerung der Mietbeihilfen. Künftig soll jeder, der den Arzt aufsucht, aus eigener Tasche 15 Kronen zahlen müssen. Die Mietbeihilfen, die gerade für die sozial schwächeren Schichten entscheidend waren, sollen drastisch bis auf die Hälfte herabgesetzt werden. Die Gewerkschaften sind besonders aufgebracht über die nach ihrer Ansicht schwache Rolle der Sozialdemokraten, die sich nicht eindeutig genug für sie eingesetzt hätten. Und in der Tat ist nicht nur die Sozialdemokratische Partei, sondern auch die Fraktion im Folketing gespalten über die Steuererhöhungen. Die liberale Minderheitsregierung, gestützt von den Konservativen und Glistrup, hat die Sozialdemokraten eingewickelt, so hört man überall. Die Steuererhöhungen sind nach Ansicht der 24 Gewerkschaften, die heute überall im Lande zu Protestdemonstrationen aufgerufen haben, gegen die Interessen der arbeitenden Bevölkerung gerichtet. Sie bedrohten nicht nur den Lebensstandard, sondern hätten schließlich auch Arbeitslosigkeit zur Folge. Und Neuwahlen wären denen zunächst lieber. Die Bemühungen von US-Außenminister Kissinger, zwischen Israel und Syrien ein Auseinanderrücken der Streitkräfte zu vermitteln, sind offenbar in einem entscheidenden Stadium. Präsident Nixon äußerte sich am Abend optimistisch über die Mission seines Ministers, mit dem er nach Angaben des Weißen Hauses das Wochenende über engen Kontakt hielt. Kissinger, der jetzt seit 16 Tagen zwischen Damaskus und Jerusalem hin und her fliegt, erörtert zur Stunde mit Regierungsmitgliedern die Haltung Israels. Zuvor hatte das Kabinett in Jerusalem über die Antwort beraten, die der amerikanische Außenminister morgen nach Damaskus mitnehmen soll. Als erste Unabhängigkeitsbewegung in den portugiesischen Afrikakolonien haben sich die Aufständischen in Guinea-Bissau zu Verhandlungen mit der Militärjunta in Lissabon bereit erklärt. Zur Beendigung der Kampfhandlungen schlugen die Rebellen heute die sofortige Aufnahme von Gesprächen vor. Das könne mit oder ohne Waffenstillstand geschehen. Zugleich betonten sie jedoch, ihr Ziel bleibe unverändert, die vollständige Befreiung ihres Volkes. Bei der Volksabstimmung in Italien zeichnet sich ein Sieg für die Beibehaltung des Scheidungsrechts aus dem Jahre 1970 ab. Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen stimmten lediglich 41% gegen das Gesetz und damit für die Abschaffung der Ehescheidung. Die am Wochenende veröffentlichten Berichte über einen Giftmüllskandal in 6 Bundesländern haben nach Nordrhein-Westfalen heute auch die zuständigen Umweltbehörden in Baden-Württemberg, im Saarland und in Bayern zurückgewiesen. Der rheinland-pfälzische Umweltminister Mayer, hier auf der Deponie Meuth bei Montabaur, hält illegale Ablagerungen von Giftmüll in Sprendlingen und auf anderen Deponien in Rheinland-Pfalz jedoch nicht für ganz ausgeschlossen. Es ist sehr schwer, die Deponien völlig zu durchwühlen, denn es kann sein, dass solche Abfallstoffe vielleicht zum Teil 20 und 30 Meter tief lagern, weil sie dann anschließend mit Hausmüll und allem möglichen Zeugs abgedeckt wurden. Mit dem 3:2-Sieg über Spanien hat die Davis-Pokalmannschaft der Bundesrepublik jetzt die Runde der letzten 4 der Europazone erreicht. Den entscheidenden Punkt holte Karl Mailer, der den Spanier Higuera heute in 3 Sätzen besiegte. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 14. Mai. Der Ausläufer eines Tiefs südlich von Island zieht in abgeschwächter Form über Deutschland hinweg nach Skandinavien.
Die nachdringende, etwas kühlere Meeresluft kommt rasch unter Zwischenhocheinfluss wieder zur Ruhe. Die Vorhersage bis morgen Abend: teils heiter, teils wolkig und örtlich zum Teil schauerartiger Regen, vereinzelt gewittrig. Tiefstemperaturen in Bayern örtlich bis 5 Grad zurückgehend. Sonst Tiefstemperaturen um 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen 17 bis 22 Grad. In Niederschlagsgebieten um 15 Grad. An der Ostseeküste mäßiger bis frischer, sonst zeitweilig auflebender Wind aus südlichen bis östlichen Richtungen.